Hi, ich bin Daniel Goltz, leidenschaftlicher Friseur und weil ich das so leidenschaftlich gerne mache, zeige ich euch heute, wie ihr selber zu Hause euch die Ansätze färben könnt. Entschuldigung. Für die, die es einfach nicht abwarten können, bis die Friseursalon wieder aufhat, gar kein Problem. Heute gebe ich euch Tipps und Tricks mit, wie ihr euch selber die Ansatzkoloration auftragen könnt. Tipps vom Profi. Step 1. Am Ansatz beginnend ganz fein säuberlich mit dem Pinsel nur den Ansatz auftragen. Strähnenweise vorarbeiten, bis ihr eine Seite geschafft habt. Step 2. Nach einer kompletten Seite ausrasten und alles einmatschen. Step 3. Alles auswaschen. Sich in dem Spiegel angucken und... Step 4. Den Friseur deines Vertrauens anrufen. Ach ja, übrigens, dieser Punkt fällt weg, weil Friseursalons haben ja immer noch geschlossen. Step 5. Die Finger von deinen Haaren lassen. Besser? Ich hoffe, euch da draußen haben diese lukrativen Tipps ein bisschen was gebracht und viel Spaß beim Umsetzen eurer Ansatzkoloration, die ihr selber zu Hause auftragt. War's gut? War's gut? War's wieder so weit? Niemals selber Farbe auf. 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.